Hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Immer noch mit dem Themenwochen-Ding Immobilien. Und jetzt gebe ich euch auf jeden Fall die ersten Tipps, die ich geben kann zum Thema Besichtigung. Und ich gebe die euch jetzt aus der Sicht eines Aspergers. Ich kann die aber auch nur aus meiner Perspektive und deswegen, ja. Aber auf jeden Fall kann ich euch jetzt sagen, was bei mir so die Besichtigung, wie es für mich so war. Also, wir waren jetzt am, Dienstag letzte Woche waren wir bei einer Besichtigung von einem Haus, das nicht wirklich schön war im Nachhinein. Und ja, also was ich als ersten Punkt euch als Tipp geben kann, ist, geht auf jeden Fall zu Besichtigungen mit, auch wenn es anstrengend ist, weil das, was uns, also mir als Asperger wichtig ist, ist meinen Eltern zum Beispiel also nicht so wichtig gewesen. Also, ja. Und Bilder, die können total schwindeln. Also die Bilder, die da von dem Haus gemacht wurden, die waren total schick und das Haus sah auch wunderbar aus. Und als ich dann dort war, war der einzige Gedanke, den ich gehabt habe, war, wenn man das kaufen würde, müsste man es komplett abreißen und neu bauen. Das war so der erste und einzige Gedanke. Klar, es ist ein nettes Haus gewesen und wenn man handwerklich geschickt ist und so, dann hätte man da bestimmt viel draus machen können, aber in Anbetracht dessen, dass ich diesbezüglich total ungeschickt bin und ich mich schon als Handwerker-Queen fühle, nur weil ich einen Akkuschrauber bedienen kann, würde ich sagen, es ist eher nichts für uns gewesen, also für mich. Ja, für mich so ein wichtiger Punkt? Also wichtig ist, wenn man in ein Haus geht, meine Mutter hat zu mir gesagt, ihr persönlich ist es wichtig, dass ich mitkomme, damit ich an dem Haus riechen kann. Weil ich ja sehr geruchsempfindlich bin und diesbezüglich wollte sie auf jeden Fall ausschließen, dass wenn man das Haus kauft oder dass es ist, dass ich dann da reinkomme und sage, keine 5 Minuten ist darin aushalte. Und vor allem auch wichtig, man sollte immer darauf achten, und das ist was, wo meine Nase dann sehr empfindlich darauf reagiert. Und ich weiß nicht, wie das bei anderen Aspergern ist, ihr könnt mir gerne unterschreiben, ob ihr das auch habt, aber ich rieche die Nässe. Ich rieche Hausnässe, also die Feuchtigkeit im Haus. So. Ich kann das riechen. Das ist, wenn der Keller bei uns gerade mit Wasser vollgelaufen ist, ich rieche es. Und ich bin da wirklich total empfindlich bei diesem Thema. Und deswegen habe ich auch gerochen, dass dieses Haus dann tendenziell nässlich war. Und habe dann auch zu meiner Mutter gesagt, als wir dann draußen waren, Mama, das Haus ist nass, also ich weiß nicht. Ja, was war auch noch so? Die wichtigen Fragen, die ich so für mich hatte, war der Bereich, in dem ich dann bin, in dem ich dann wäre, war der mit den höchsten Decken. Also die restlichen Decken, die waren so meine Körpergröße, 1,68 Meter plus noch eine Handspanne von mir drauf. Also es war keine hohen Decken. Und auch die Treppen waren sehr steil. Und das ist das Ding. Wenn ihr auf jeden Fall so ein Haus anschaut, das war was ich zum Beispiel sehe, wenn ich kein räumliches Sehen habe, ist das was ich als erstes gemacht habe, war, ich habe die Treppen mal runtergeguckt. Weil wenn ich das Gefühl habe, die Treppen sind viel zu steil und so, dann weiß ich genau, dass ich die nicht jeden Tag hoch und runter gehen will, weil das dann so eine Sache von mir ist. Dann das nächste, was mir aufgefallen ist, war, dass das Haus relativ staubig war. Und das ist was, also nicht so im Sinne von staubig, weil dreckig, sondern das war so staubig im Sinne von alt. Und so leicht am Bröckeln staubig, fand ich zumindest. Und das ist was, worauf man auch achten, worauf wir achten könnten als Asperger. Weil wir haben nun mal eine sehr viel schärfere Wahrnehmung als Nicht-Asperger. Und wir können bei sowas dann unsere Superkräfte nutzen und ja, unsere Eltern und uns vor einem Leben in einem furchtbaren Haus bewahren. Und das ist sowas, wo ich sagen muss, ist natürlich etwas, was sehr, sehr vorteilhaft ist. Und ja, dann natürlich auch noch eine Sache war für mich persönlich, was ich nicht gut fand, war einfach, ja, es hat sich nicht
danach angefühlt, als ob man sich dort wohlfühlt. Und ich mochte es auch nicht, dass man direkt gegenüber von dem Zimmer, wo ich dann gewesen wäre, ins Schlafzimmer beim Nachbarn reingucken konnte. Und der wiederum dann bei mir ins Schlafzimmer. Und ja, hätte wahrscheinlich ein ganz komisches Nachbarschaftsverhältnis gegeben. Ganz komisch. Meine Mutter hat dann gemeint, du kannst ja Vorhänge ran machen. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, nee, die machen es auch nicht besser. Bei uns regnet es. Entschuldigt, das ist gerade. Ja, bei uns regnet es gerade wie aus Eimer. Krass. Hoffen wir mal, dass es nicht gewittert. Ich habe nämlich gerade noch meinen PC an. Ja, da muss ich jetzt. Entschuldigt, da bin ich total neurotisch, wenn es darum geht. Weil sobald anfängt zu regnen und zu gewittern, dann will ich am liebsten den PC sofort aus haben. Also. Entschuldigt mich, dass ich da jetzt gerade ein bisschen abgelenkt war. Ja, was kann ich euch noch für einen Tipp geben? Ja, was ich auf jeden Fall für mich war, also war so aufgeregt wegen dieser Besichtigung. Ich konnte kaum schlafen. Also ich bin dann auch viel zu früh wach geworden. Und weil ich eben, ich glaube, ich habe 3, 4 Stunden Schlaf bekommen und ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich gehe lieber danach nochmal schlafen, als den Termin zu verpennen. Und dann habe ich mir richtig viel Mezzomix reingezogen, damit ich wach bleibe. Also ich hatte so gefühlt eine Mezzomix-Standleitung. Es war wirklich Hauptsache wach bleiben. Und nur um dann wiederum, als ich dann ins Bett gehen wollte und schlafen, konnte ich nicht schlafen, weil ich vollgepumpt war mit Mezzomix, wo Cola drin ist. Und da ist ja Koffein drin und da konnte ich wieder nicht schlafen. Und habe mir damit meinen Schlafrhythmus ruiniert. Also, wenn ihr auf jeden Fall zu einem Besichtigungstermin geht, dann macht es nicht wie ich und versucht euch um jeden Preis dann wach zu halten mit irgendwelchen Hilfsmitteln. Ist das ein Gewitter? Was meinst du, Leo? Also entweder das ist jetzt ein Gewitter oder ein richtig krasser Wind. Ja, auf jeden Fall versucht euch nicht wach zu halten mit Hilfsmitteln, weil wenn ihr euch mit Hilfsmitteln wach haltet, halten die euch dann auch nur über den Punkt, wo ihr dann wieder weiterschlafen wollt oder ihr schlafen gehen wollt, hinaus wach. Und das ist dann eher schlecht für den Schlafrhythmus. Ich zum Beispiel, ich habe einen total empfindlichen Schlafrhythmus. Aber das erzähle ich euch jetzt später nochmal, weil ich habe das glaube ich schon mal, aber das kann ich euch aus einer anderen Perspektive jetzt erzählen. Ja, wisst ihr, ich bin keine Expertin. Ich bin gerade selbst erst am Anfang von Immobilien anschauen und alles und so weiter. Aber ich weiß halt, was ich für mich persönlich mir wichtig ist und was mir zum Beispiel, was ich brauchen würde. Und das Ding ist halt, das, was ich brauche, ist sozusagen im Moment gerade nicht verfügbar. Ja, das ist doof. Ja gut, ich beende das Video jetzt hier an dieser Stelle und würde dann bei euch beim nächsten Video erzählen, was ich so als Asperger für mich persönlich am wichtigsten finde bei einer Wohnung, Immobilie, wie auch immer. Ihr könnt mir gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an debell.outlook.com oder ihr schreibt mir einfach in die Kommentare was. Ja, und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.